Komm. Oh, fuck. Oh, fuck. Tut mir leid. Willst du heute nur ein Rennen fahren, oder was? Scheiße. Nö, es sieht super aus. Ich hab gute Neuigkeiten. Kein Wort. Keinen für dich. Ja, bitte. Warte, mein Gott, ich liebe eine gute Neuigkeiten. Rick hat dir heute freigegeben und ich habe einen halben Tag frei. Oh, geil. Ja. Wieso? Weil er immer noch ein schlechtes Gewissen hat wegen deinem Bericht. Ja, das ist auch völlig berechtigt. Yep, finde ich auch. Mhm. Und, wie fühlt sich so an als Zwischenprüflerin oder so? Ja. Fühlt sich richtig gut an, weil jetzt habe ich schon mal so eine Prüfung gemacht und jetzt weiß ich, wie sich das anfühlt und so. Ja. Und es ist einfach... Ja? Sind gut. Guten Morgen! Wisst ihr, warum heute ein wunderschöner Tag ist? Ja, ich weil ich super aussehe. Auch, natürlich auch. Mhm. Auch. Heute ist ein wundervoller Tag, weil ich habe frei, kein Anti-Aggressionstraining und kein Müllers. Cool. Papa. Dann gönn dir, wa? Yeah, yeah. Bei dir? Hey, gut? Was war denn eben? Nix. Ja, genau, nix. Ja. Warum warst du eben so, ich erzähl aber? Keine Ahnung, weil ich nicht weiß, wie ich mit ihm umgehen soll. Wieso? Weil Mann hat mir dieses Berichtsheft organisiert und hat mir das gebracht. Und sonst wäre ich gar nicht zur Prüfung zugelassen worden. Das heißt aber irgendwie, dass ich ihm was schuldig bin. Weil das auch eine super süße Geste ist, darum geht's gar nicht. Aber ich habe irgendwie Angst, irgendwie mit ihm Zeit zu verbringen, was wenn er mit mir ins Kino will oder sowas. Und dann passiert irgendwas und dann rastet er aus. Und dann stehe ich da wieder und muss heulen, weil ich Angst habe. Was auch dumm klingt. Boah, keine Ahnung. Das ist einfach scheiße. Und deswegen habe ich jetzt einfach gar nicht reagiert. Ich weiß nicht, warum ich das jetzt gerade für die beste Lösung gehalten habe. Aber ja. Okay. Keine Ahnung, wie ich mit ihm umgehen soll. Ich kann dir doch gerade überhaupt keinen Tipp geben. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Sperrgebiet. Ich hab heute frei übrigens, hab ich schon mal gesagt, wa? Wenn du willst, können wir deine Quadrate zählen. Okay. Dann geh mit den Quadrate zählen. Keine Ahnung. Ich glaube, ich habe eine Idee. Okay. Ich besorge ihm eine Kleinigkeit und dann ist das Ding erledigt. Aber früher machst du die Sauerei da weg, ne? Ja. Danke. Ich dachte, du siehst es nicht. Ich schenke ihm das jetzt einfach als kleines Dankeschön und dann sind wir quitt. Dann ist alles cool, ich muss nichts mit ihm unternehmen und das war's dann. Si, taco, taco. Was soll das heißen? Das ist Kubanisch, ich lerne jetzt Kubanisch. Das ist Spanisch. Was machst du hier? Ich hab frei heute, wegen der Prüfung gestern. Und ich wollte dir eine Kleinigkeit geben. Dankeschön. Bandagen! Ja. Stark! Die Schleife habe ich selber drum gemacht. Die kann ich gut gebrauchen, danke schön. Ich habe heute wieder Training. Cool, dann passt das ja voll gut. Nur die Bandagen jetzt, oder wie? Also, sorry. Soll ich dir einen Fernseher kaufen, oder? Wäre ein Beispiel oder ein Anfang, auf jeden Fall. Ich meine, ich habe dich gerettet, dass du deine Prüfung schreiben kannst. Ich weiß zwar nicht, was das für Konsequenzen gewesen wären, aber die wären bestimmt groß gewesen, wenn du sie nicht geschrieben hättest, oder? Stimmt. Und das willst du mit Bandagen wieder gut machen? Nee, das ist einfach nur eine Kleinigkeit. Das war nur ein Spaß. Chiara, danke schön. Wirklich. Okay. Das ist ganz lieb von dir. Du brauchst keine Angst haben. Wir müssen nicht ins Kino gehen, wir müssen nicht essen gehen oder sonst was machen. Ja. Danke. Ja. Gerne. Ich habe das tatsächlich auch einfach nur für dich gemacht, weil ich dich. Ja. Hey, Joe. Nee, ich habe heute sogar richtig coole neue Bandagen von Chiara bekommen. Ich habe richtig Bock gehabt. Ja gut, lässt sich nicht ändern. Dann gehe ich allein. Okay, bis dann. Ciao. Hast du vielleicht Bock mitzukommen? Bisschen Boxen? Ja. So ein bisschen Fitness, ein bisschen sportliche Aktivität. Beim letzten Mal, als wir was unternehmen wollten. Ja. Ich weiß. War scheiße. Und es ist auch nicht gut geendet. Ich habe das ganze Zimmer auseinandergepflückt und du hast Angst bekommen vor mir.
Aber vielleicht ist es auch einfach ein Weg, dir zu zeigen, woran ich arbeite. Und auch, wie ich mich schon verbessern konnte. Ich meine, im Boxen kann ich eben meine ganze Aggression, meine ganze Wut auslassen. Und im Anti-Aggressionstraining bin ich auch regelmäßig. Vielleicht ist es für uns einfach eine Chance. Vielleicht ist es für uns einfach eine Chance. Okay. Du musst nicht. Doch, dann komme ich jetzt zum Boxen. Ich ziehe mich um. Ja, ein Schachbrett braucht man da nicht. Okay. bis gleich. Wir treffen uns dann. Ja, genau. Ich schwöre, ich habe nicht geguckt in der Umkleide. Hier gibt's halt nur Unisex. Es tut mir leid, hier sind nicht viele Frauen. Ach und wenn. Stopp, was machst du? Wofür sind wir denn hier? Wir müssen uns erstmal warm machen. Wir müssen erstmal gucken, was du überhaupt drauf hast. Wie stellst du dich richtig hin? Die Dinger nicht so festgemacht hattest, dass ich gleich ohnmächtig werde, weil ich einfach keinen Puls mehr hab. Aber es ist wichtig für die Stabilität. Wir wollen doch nicht, dass deine kleinen süßen Handgelenkchen wehtun, oder nicht? Pass auf, dass deine kleinen Handgelenkchen nicht wehtun. Große Fresse. Also komm, Ausgangsstellung. Mit welcher Hand haust du denn zu? Müsstest du das nicht wissen? Ich würde sagen, wie. Dann machst du den linken Fuß nach vorne. Links ist das hier. Ja, genau. Okay. Nimmst deine Hände hoch. Schön in die Deckung gehen. Das zeige ich dir später aber noch mit den Handschuhen richtig. Was hast du für krumme Finger? Ich weiß, ich kann keine Faust machen. Genau. Hände schön nah am Gesicht, genau. Ach so, ich bin eigentlich nur hier, damit du mich anfassen kannst? Nein, ja, das tut mir leid. Ich wollte dir nur helfen, dass du die richtige... Malte, alles gut, ich habe Spaß gemacht. Du zeigst mir doch was. Ich wollte... Man muss heute aufpassen. Okay, tut mir leid. Dann lass uns jetzt, Genau, linker Fuß vorne bei dir. Mhm. Ich bin zum Beispiel andersrum. Hey, bist du rechts, links, Händler? Ich hau mit links zu. Genau. Oh mein Gott. Okay. Und wir jetzt machen uns einfach so ein bisschen warm schon mal, indem ich dir so ein bisschen zeige. Links ist so praktisch deine Führhand. Ne, damit praktisch... Hä? Genau. Und jetzt versuch dich mal so ein bisschen zu bewegen. So ein bisschen zu bewegen, fast wie tanzen. Ah, oh, fuck. Warte. Da. Weißt du was? Wir fangen erstmal ganz einfach an. Damit deine koordinativen Fähigkeiten so ein bisschen gestärkt werden. Meine koordinativen? Let's go, beweg dich. Bam. Okay. Arme kreisen. Ich kann nicht, die Dinger sind zu eng. So wollte ich's. Okay. Bereit? Bist du bereit? Check in. Schön ran und jetzt hau zu. Oh, oh, Digga, let's go. Mach mal los. Ja, sehr gut. Aber Deckung. Okay. Aber was, wenn ich einfach so mache? Ja, dann gebe ich dir noch die Nase. Dann halte ich dich fest. Dann gehe ich in den Bauch. Und jetzt wieder. Okay. Oh. Mit beiden. Hey, das ist... Soll ich dir die Haare raus? Weg? Ja, danke. Okay, weiter. Sehr gut. Yeah, hat richtig Power da. Yeah. Sehr gut. Okay. Und Deckung. Ah. Oh, da siehst du. Ja. Let's go. Sehr schön. Mann, warte, du musst doch... Was denn? Schneller. Komm. Warte. Komm. Ah, jetzt ist dein Handschuh wieder weg. Siehst du es? Sehr gut. Und Deckung. Was? Deckung. Du musst doch... Deckung. Mann. Oh. Oh, fuck. Oh, fuck. Tut mir leid. Bitte ein Eis bringen. Also für meine Eier. Klar. Sorry, tut mir wirklich leid. Jungs, gibt's vielleicht Eis? Okay, geil, dann hol ich das mal bitte. Geht's? Ja. Oh Mann, Malte, es tut mir voll leid. Du hast recht gehabt, ich war noch nicht ready. Und es ist jetzt voll peinlich, dass ich dich dann auch noch so treffe. Chiara, es ist noch nie ein Profi vom Himmel gefallen. Alles gut, wirklich. Ja? Mhm. Mach dir jetzt keine Gedanken drüber. Es wird schon. Ich wollte eh keine Kinder kriegen.
Dann bin ich erleichtert. Komm, lass uns gehen. Ich habe kurz voll Schiss vor dir gehabt. Aber das waren meine Vorurteile. Ich dachte, du rastest aus. Kehre ist nicht unbegründet. Es tut mir leid. Es ist meine Schuld. Ich habe dir doch das Gefühl gegeben, dass du Angst haben musst vor mir. Du brauchst gar kein schlechtes Gewissen haben. Mir ist viel wichtiger, dass du jetzt einfach weißt, dass ich dir nie was antun würde. Und dass ich auch daran arbeite, alles unter Kontrolle zu haben. Und ich bin auf einem guten Weg. Ich meine, vor ein paar Wochen wäre das vielleicht ganz anders ausgegangen. Man merkt das auf jeden Fall. Weißt du, diese ganze Therapie und auch das Boxen hier mit Joe, das verändert mich wirklich. Ja. Positiv. Und das habe ich auch den Eindruck gehabt. Du hast voll die krasse Entwicklung gemacht. Aber das wusste ich ja nicht. Kannst auf jeden Fall echt stolz auf dich sein. Kannst auch stolz auf dich sein. Wieso? Dein rechter Haken ist wirklich Baba. Oh, okay. Danke. Mal kurz gucken, ob die Eisdinger hier jetzt wirklich schon... Ja, klick, 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 sind schon eingefroren. Cool. So. Dann ist das so voll ein richtig schöner Neuanfang. Und du hast mir bewiesen, weißt du, ich halte dich jetzt. Ich würde sagen, auf unseren Neuanfang. Okay. Geht's? Den Umständen entsprechend. Boah, Alter, da holst du was zu essen und eigentlich hätte ich was ausgeben müssen, weil ich dich halt einfach was kastriert hätte. Was machst du, Malte? Das ist ja jetzt nicht dein. Ich hab ne frischen Schlüpper an. Du. Okay, ich will darüber nicht reden, ich will darüber nichts wissen, ja? Haben wir irgendwo Pommes auch? Also mit eingepackt. Hey. Ich weiß nicht, ob ich sehen will, was da jetzt kommt. Oh, sag das nicht so. Es ist zu spät für sich. Lass gehen. Ich glaube, es geht jetzt los. Alles Gute zum Hochzeitstag, mein Schatz. Wünsche ich dir auch. Krass, schon ein Jahr sind wir verheiratet. Mhm. Die Zeit vergeht. Mhm. Alles noch geheim. Voll, aber. Was denn? Boah, wolltest du dich langsam mal die Bilder ich finde das, find das sexy. Ja? Mit dieser Heimlichkeit so ein bisschen, ja? Ja? Soll ich noch ein bisschen mit den Kastanien spielen? Das ist so angespuckt. Die sind verheiratet. Daran denkst du gerade? Die sind verheiratet seit einem Jahr. Ich schwöre, ich brauche ein Bier. Ich brauche Wodka. Was hat er auf dem Boden gemacht? Keine Ahnung. Ich wollte fast reingehen und ihm helfen. Ey. Ich konnte schon. Scheiße. Aber wie krass ist es, dass die einfach hinter unserem Rücken geheiratet haben? Ey, ich. Guck mal kurz das vergessen, weil Joe einfach. Vor allem, also der Hochzeit, das ist ja auch schon ein Jahr her und bis heute weiß das keiner. Aber weißt du was? Ich erinnere mich sogar daran. Peggy kam in einem weißen Kleid nach Hause und sie hatte Wurst dabei. Und dann hat sie mir die gegeben. Wurst! Nicht Wurst. Wurst! Ich habe sie auf jeden Fall dann gegessen. Das heißt, ich habe deren Hochzeitsreste-Essen gegessen. Immerhin hattest du ein Hochzeitsessen. Ich glaube, Pommes waren es auch. Ich weiß aber nicht mehr. Können wir mal ganz kurz darüber reden, dass wir diesen ganzen Spaß nachfeiern müssen? Natürlich. Also denk mir wirklich, die können das für uns geheim halten. Wir sind eine Familie, verdammt. Ja. Meine ich doch. Aber wir können das nicht spreaden, sonst sind wir Leute, die was ausquatschen. Ja, und dann sind wir auch Leute, die belauschen. Das heißt, die müssen das ausquatschen. Ja. Oder erwischt werden. Irgendwie sowas. Ja, damit wir eine fette Party machen können. Fette Party. Das wäre doch so cool. Ich würde sagen, wir schmieden einen Plan, oder? Ja, voll. Weißt du noch, mit Amelie und Lennart? Da haben wir auch einen Plan geschmiedet. Vielleicht hängt er noch am Kühlschrank. Vielleicht können, obwohl, der lief nicht so gut, ne? Egal, wir müssen so das Bessere ausdenken. Ansichtssache. Aber ist ja auch mal aufgefallen, denke ich, dass alle Geheimnisse bei uns landen? Ja. Joe, Peggy, Hochzeit. Lenny. Simsalabam.
gedacht, dass es keiner checken wird. Also wirklich. Du tanzt ja genauso wie Joe. Ey, vielleicht haben die zusammen so einen Crashkurs gemacht. Ich würde sagen, wir stoßen darauf an. Ja, auf Geheimnisse von anderen. Und den Tag. Ja. Auf uns. Du bist ein Geheimshüter und so. Wir. Lick me up, lick me up. Es gibt was Neues. Ja, wir... Spuck's ja. Auf! Ja, Karim wurde in einem Autounfall verwickelt. Was ist das? Nuri, komm! Das kann nicht wahr sein, dass nur weil Joe das geheim halten will, dass sie geheiratet haben, Peggy jetzt traurig ist, anstatt einfach offen drüber zu reden. Ich frag sie einfach. Ich sprich sie einfach ganz offen drauf an. Fertig. Bitte behaltet das einfach unter euch. Es gibt einen Grund, warum es keiner weiß, okay, Kia? Welcher? Ich wollte dir noch was sagen. Was denn? Herr Heuer hat ja nun mal seine Position als Schuldirektor missbraucht. Und aus dem Grund übernehme ich jetzt als stellvertretender Schuldirektor schon mal alle wichtigen Aufgaben. Ich habe jetzt auch gerade erfahren, dass die Schulbehörde tatsächlich ermittelt. Die müssen jetzt sicher gehen, dass ich nicht wirklich was mit einem Schüler hatte. Vielleicht kann ich nicht mehr als Lehrerin arbeiten.